Diese Worte Jesu, liebe Schwestern und Brüder, haben zu allen Zeiten viel Spekulation ausgelöst. Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Aber wir können dieses Wort heute besser verstehen, wenn wir versuchen, uns die Worte aus dem Buch der Weisheit zu erschließen. Denn die Väter machen darauf aufmerksam, dass, wenn man in stetigem Versuch, das, was wir ja gerade mit Hilfe des Buches der Weisheit geistliches Leben genannt haben, die Leidenschaften unterdrückt haben, das heißt, sie bezwingen mit Gottes Hilfe, dass dann die Weisheit ein Zuhause findet, dieser Ausfluss der Herrlichkeit Gottes, dass sie einzieht bei einem Menschen. Und dann, so sagt einer der Väter, dann kommt das Reich Gottes zu dir, weil Gott durch die Weisheit dich zu einem Freund und Propheten macht. Dann spricht ganz das Evangelium aus dir. Welch ein schöner Gedanke ist das.